So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. Ja, in der letzten Folge haben wir alles soweit abgesucht und mitgenommen, was es im Grenzland zu finden gibt und ebenfalls in Boston. Dort habe ich leider nicht herausfinden können, wie wir den dritten Assassinen zu uns ins Boot holen können. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir irgendwann nochmal nach Boston kommen werden und es dort nochmal irgendeine Mission zu erledigen gibt, in der wir den dritten Assassinen bei uns willkommen heißen dürfen. Ansonsten, ja, müssen wir halt jetzt mit diesen zwei guten Herren, die jetzt fleißig auf Mission gegangen sind, leben. Und hier haben wir New York. Hallo! Ach, und da haben wir ja schon den guten Herren. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden, Stabilität. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassine. Und ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, Aber? eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für eine. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Irgendwie unvorstellbar, dass es wirklich einmal so aussah. Wenn man sich jetzt New York anschaut und das, was um 17, ist es 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, ich verwechsel das immer, aber um diese Zeit ausgesehen hat, es ist schon beeindruckend. So, aber Moment, Moment. Also Feedback gehört jetzt uns, das habe ich soweit klar gemacht. Ein Beende, das heißt die Frage. Ich muss einfach mal so ein Hoffen, dass die Was Kinder das kannst du mir über passieren. Thomas Hickey sagen? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Finde den Sitz seiner Organisation und wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen können. Also ich habe schon eine Almanachseite gesehen und einen Aussichtspunkt. Aber wirklich, also der Rücken von dem Pferd, das ist schon echt, also sieht schon sehr traurig aus. Aus dem Weg! So, sind wir denn bald mal da? Ich muss hier noch einige Sachen vorab erledigen, mein guter Herr. Sehe ich auch noch mal einen Aussichtspunkt und eine Truhe. Es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld, nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Moment. Ich höre es doch klickzahlen. Na gut, es ist bestimmt eine Almanachseite da oben. Ach, schade. Entschuldigung. Ja, winkt nur ab. Ich bin nicht hier. Was? Vor unterm Tisch? Uriniert. Eieiei. Guck mich nicht so doof an. Haben wir eine Almanachseite? Hier ist niemand, der dich verfolgt. Niemand ist hinter dir her.
So. Sag mal, ist man bald mal fertig? Ich gehe sehr gerne hinterher, aber irgendwann will ich auch gerne mal ans Ziel kommen. Ich will einmal nach Seite. Ich gehe kaputt. Und Daniel, versteck die Blüten. So ein Krämer geht nicht ausschließen. Rief nach der Wache doch. Konnte entwickeln. Sich sauer sein. Nicht so, wie wenn er mich gefunden hat. Und wir haben fast alles, was wir für den Plan brauchen. Nein, nein, nein. Nicht so, wie wenn er mich. Und wir haben fast alles, was wir für den Plan brauchen. Dann sag ihm das. Ich warne die anderen. Und nicht nochmal verfolgen. Oh nö. Gehen Sie bitte mal weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Unterstützt die Gemeinde. St. Mary sammelt Spenden um den Sturmschaden. Wall Street. Gott segne alle pflichtbewussten Bürger. Na, gehen Sie weiter. Macht der jetzt? Doch mit irgendjemandem zusammen? Ach nee. Ach so, weil da Wachen kommen. Oh. Guck mich nur hier um. Naja. Connor, in die Richtung bitte. Sag mal, sind wir mal bald da? Gentlemen, Fachleute, Dilettanten und neugierige Laien. Tobi Lock wird morgen am Glockenturm sein neues... Ich hörte, was auf dem Markt passiert ist. Der Boss will uns alle im Laden sehen. Heute Nacht schlagen wir zu. Macht er sich etwa Sorgen wegen den Wachen? Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin? Natürlich passe ich auch auf und halte Abstand. Ja, ja. Kaum zu fassen, dass wir das wirklich durchziehen. Wir sind Helden. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Die werden uns bestimmt wie Könige behandeln. Eine Super. Eine Bande Unruhestifter macht die Pferde scheu, weil ihnen jemand Flausen in den Kopf gesetzt hat. Die machen uns guten Männern alles kaputt. Gute Männer? Im Ernst? Na klar. Du und ich und Hickey. Pechvögel, die nur versuchen zu überleben in dieser kalten, grauen Welt. Hab ich es geschafft? Hallo. Ja, entdeck, wo soll ich mich denn sonst hinbegeben? Och, ist das sinnlos. Das ist richtig sinnlos.
Oder soll ich mich... Ich kann mich ja auch auf dem Dach... Konaki hierhin. Macht er sich etwa Sorgen wegen den Wachen? Ich sage dir, es ist nichts. Hatte nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin. Natürlich passe ich auch auf und halte ab. Kaum zu fassen, dass wir das wirklich durchziehen. Wir sind Helden. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Wir werden uns bestimmt nicht. Schnell. Oh, Connor, Mensch, Entschuldigung. Oh. Ist das sinnlos? Das geht doch mal weg. Mein Gott, ich liebe diese Kinder. Ja, fangen wir wieder an mit Reden. Hallo, meine Herren. Genau, bis zur Haustür folgen. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Ich möchte aber vorher nochmal die Aussichtspunkte und so einen Spaß machen. Bitte, danke. Packt ihn! Oh, Junge. Oder ihr Pferd. Fass das Geld an und du stirbst. Oh, diese blöden Pferde. Hände weg, das gehört mir. Ach so, toll. Oh. Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr, mischst dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Ach, kommt. War doch nur ein kleiner Streit, Officer. Ist nicht kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Ach, Connor. Etwas auf die Seite legen. Ja gut, eigentlich hätte ich ja natürlich alle... Ja. Beziehungsweise 2 von 3, aber es sollte nicht sein. Genau, und das sind wir nämlich jetzt hier. Oh, mit dem blauen Auge. Du... Hast mich vermisst, Süßer? Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Was ist mit dem Assassinen? Ja, er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Er kann ihn nicht mal angucken. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund.
Ich habe da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus, wegen Benjamin Talmadge. Er zerreißt sich das Maul, erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein Plappermaul! Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Ah, das sieht so unhygienisch aus. Na ja. Ist es ein Steinbit? Na komm, Connor, steh auf. So schlimm ist es auch nicht. Das riecht noch schlimmer, als es aussieht. Ist das Wasser oder ist das was anderes? Ach so. Ich glaube, da gehe ich besser nicht drauf. Okay. Na, Sie haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Naja. Sei endlich ruhig! Okay, dann halt nicht. Ich sag's dir, er wird von hier fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja, und wie kommst du darauf? Der hat im Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Nein, Mason kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch, so übel ist er nicht. Brachte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auf für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl. Und den übernächsten. Halt bloß dein Maul, sonst stopfe ich's dir. Reg dich ab. War nur ein Witz. Naja, nur ein Witz. Kann ich aber nicht drüber lachen. Okay. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Auf dem Steinbett. Oder? Das ist einfach nur eine ekelhafte Matratze. Ja, nimm mir. Na gut, das Kissen sieht auch sehr versüfft aus. Steh auf! Wo gehen wir hin? Ach, keinen Ärger, sonst stecken wir dich ins Loch! Okay. Ey! So ein Vogel. Was glotzt du so, Hans? Ey! Kann ich dir nicht einfach... Du sprichst meine Sprache nicht, oder? Soll ich dir Vernunft in dein Dickschädel prügeln? Oh, kann ich die nicht einfach alle vermöbeln? Ich sollte versuchen, diesen Weems zu Ey, oh. Wenn er fliehen will, kann er mir so vielleicht ein helfen. Vogel. Na, haben wir ihn ja. Hallo. Oh nein. Mason Weems? Kann sein. Ich brauche Hilfe. Oh? Man sagt, du kennst einen Weg hier raus. Man sagt eine ganze Menge. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wie schade. Ich hatte gehofft, du spielst eins mit mir. Oh nein, nein, das fangen wir gar nicht erst an. Connor? Na gut. Nein. Bist du vertraut mit den Regeln? Nein. Oh nein. Oh... Da du ja meinen Namen bereits kennst, wie ist deiner? Connor. Schön, dich zu treffen, Connor. Guter Zug. Also, was führt dich nach Brightwell? Ein Verrat, ich wurde fälschlich angeklagt. Natürlich wurdest du da. Lass mich hier spielen. Du glaubst mir nicht? Warum sollte ich? Bei der Visage?
Du irrst dich. Ich bin ein ehrlicher Mann. Das sagen sie alle. Und trotzdem wurdest du eingesperrt. Wie kam es, dass du hier gelandet bist? Das ist eine Privatsache. Wie das, worum du mich bittest? Hallo, ich möchte meinen nächsten Zug machen. Ich wollte einen Mord verhindern. Oh, jemand, den ich kenne? Ha. George Washington. Ey, ich wollte doch zu Ende spielen. Du wurdest angestiftet, richtig? Wollten sich wohl mal wieder amüsieren auf Masons Kosten. Nein. Narren, allesamt. Über solche Themen scherzt man nicht. George Washington ist tapfer wie kein Zweiter. Loyal wie ein Bruder. Ein tadelloser Charakter mit unerschütterlichen Überzeugungen. Der Mann ist unser Jupiter Konservator. Er führt uns nicht nur zur Freiheit, sondern zur Größe. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder ein Narr oder ein Verräter. Also dann verstehst du nun, warum ich hier unbedingt raus muss? Wenn ich ihm nicht helfe, dann wird man ihn ermorden. Das ist dein Ernst, oder? Ja. Also gut. Aber es wird nicht einfach. Sieh mal, alles hängt an meinem selbstgemachten Schlüssel. Doch dieser Finch nahm ihn mir ab. Hab 3 Monate daran geschnitzt. Hol ihn zurück, oder wir gehen nirgendwo hin. So gut wie erledigt. Mach's aber alleine, Connor. Was ist denn dieser Finch? Okay, das ist da eine Treppe weiter oben. Die prügeln sich in der Luft. Okay, alles klar. Folgt er mir? Warte mal, wir gehen mal hier hin. Ey! Bam. Warum? Hä? Ich war doch erfolgreich. Okay, dann fangen wir den ganzen Spaß nochmal von vorne an, weil es so schön war. Sie liegt schon in der Ecke. Aber wer hat mich denn eigentlich umgezogen? So, jetzt warten wir. Aber die haben alle fast so eine dunkle Hautfarbe wie ich. Gut, ich bin ein bisschen dunkler, aber... Wir messen uns eine Zelle wieder und dann gehen wir eine Runde schlafen. Der Tag danach. Der Schlüssel ist nutzlos. Was glotzt du mich so an? Suchst du etwa nach einem Gatten? So. Sprechen wir jetzt mit Weems wieder. Mal schauen, was wir jetzt machen dürfen. Dein Schlüssel ist nutzlos. Was meinst du? Er passt nicht ins Schloss. Das soll er auch gar nicht. Du schnitzt einen Schlüssel, der nicht passt?
Kommt drauf an, was genau du mit passen meinst. Er bringt uns hier raus. Nur nicht so, wie du dachtest. Wie sonst? Du benutzt ihn, um den Schlüssel des Direktors zu bekommen. Du musst ihn gegen seinen tauschen. Warum nehme ich nicht den echten Schlüssel? Wozu die Extraarbeit? Er könnte merken, dass er ihn nicht mehr hat. Doch so ist er völlig ahnungslos. Und wenn er ihn benutzen will? Wird er nicht. Eben deshalb ist er unser Ziel. Wie komme ich an ihn ran? Ja, dieser Teil wird dir nicht schmecken. Als ob ich die anderen mochte. Raus damit! Zettel einen Kampf an. Was? Eine Schlägerei. Dann werfen sie dich ins Loch. Wie um alles in der Welt hilft uns das? Der Direktor bewacht das Loch. Nur so kommst du an ihn heran. Das muss man dir lassen. Du hast den Plan, mein Leben zu riskieren, sehr gut durchdacht. Erledige so viele du kannst. Ein oder zwei sind nur Unterhaltung für die Wachen. Du musst sie richtig ärgern. Okay. Jeder muss seinen Teil erfüllen. Bleib nur am Leben. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge erledigen. Da werden wir uns hier mal durchprügeln durch diese ganzen Insassen. Und dann werden wir hoffentlich rauskommen. Also, ist auch übelst cool, wie hier diese ganzen Mühlesteine einfach nicht auf dem Tisch liegen, sondern um den Tisch herum. Naja, egal. Ja, und dann hoffe ich, dass wir hier rauskommen und dass wir die Aussichtspunkte, die Almanachseiten und die Klunker und die Truhen erstmal bergen können, bevor wir uns dann wieder hier ins Eingemachte stürzen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.